Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 12. Juli 2018 mit dem Video Seelenpartner, wie geht es ihm heute, was denkt und fühlt er und wie geht es dir dabei? Nun haben wir auch heute den letzten Portaltag in diesem Zyklus erreicht und heute die Energie des heutigen Portaltages ist die Weisheit, also die tiefe Weisheit in uns. Also diese tiefe Weisheit, was dich voll und ganz erfüllt und dir die Möglichkeit gibt, also mehr in der Verbindung mit der Quelle zu kommen, mit dem Urschöpfer. Also, dass du mit deinem Inneren dich verbindest und deine reinen und klaren innere Weisheit in dir spürst und aufsteigen lässt. Also, das können auch Gedanken sein und egal, was bei dir sich gerade zeigt, also, dass du das erkennst, dass alles hier bedeutungslos ist, ja, auch deine Sorgen vielleicht oder Szenarien, die hochkommen, dass du die vollkommene Weisheit in dir erlebst und die ganze Situation aus der höheren Sichtweise betrachtest, dass du die Sicht der Dinge emporhebst, also dass du darüber aufsteigst, also hinaufsteigst und dass du dann die vollkommene Verbundenheit auch spürst und diese Weisheit in dir. Und du kannst das wunderbar umwandeln. Also wie du bis jetzt gedacht hast, dass du immer mehr merkst, dass du vieles aus einer höheren Perspektive betrachtest. Und auch, dass du dich, deine innere Führung folgen lässt, dass du viele Dinge erkennst, weil deine Frequenzen sind ja auch angestiegen und du spürst diese Verbundenheit und du vertraust auch immer mehr in deine eigene Weisheit. Dann weißt du auch so aus dem Gefühl heraus. Du kannst das zwar vielleicht nicht erklären, auch mit deinem Seelenpartner, aber du hast ein tiefes Wissen, dass es so ist. So, dann würde ich dich gerne bitten, dass du dich konzentrierst und zentrierst auf dich und deinen Seelenpartner, auf den heutigen Tag, deine Augen schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst. Einstimmen und bist nun bereit für die Botschaften. Die erste Karte für deinen Seelenpartner heute, der Alchemist. Ich zeige dir das Wesentliche und schenke dir die Kraft, Neues zu erschaffen. Entschuldigung. Ein faszinierender Mann, den du als Wissenden erkennen wirst, tritt auf. Sein Auftreten kann direkt in deinem Leben stattfinden, aber auch durch ein Buch, einen Film oder einen Traum. Diese Begegnung
führ dich an das Wesentliche heran. Lass dich darauf ein. Vieles wird dir plötzlich als unwichtig erscheinen. Du wirst erkennen, was tatsächlich Wert hat. Aus diesem Erkennen wird in dir eine Kraft erwachsen, mit der du Neues gestalten kannst. Du wirst wahrscheinlich völlig unkonventionelle, völlig neue Wege erahnen. Also dein Seelenpartner wird hier einen faszinierenden Mann begegnen, der wirklich so in seine Kraft ist, und das wird ihm, ja, das wird ihm beflügeln, wird ihm inspirieren, und dadurch wird er auch erkennen, tatsächlich, dass er auch einen großen Wert hat. Oder was auch um ihn Wert hat, in seinem Leben Wert hat. Und so kann er dann Neues gestalten und ganz neue Wege gehen. So, hier kamen zwei Karten. Ich habe die Karten gemischt und ich war erstaunt, welche Karten kamen. Es kam der Fokus. Ich richte den Fokus, meine Aufmerksamkeit auf Gesundheit, Liebe, Erfüllung und Freude. Und die zweite Karte ist die Verbundenheit. Ich spüre die Verbundenheit mit allem und fühle mich durchaus geliebt und beschützt. Also die Verbundenheit spürt er auch mit dir, dein Seelenpartner, ja? Das spürt er auch mit dir, diese Verbundenheit. So, die nächste Karte hier ist, wird er aufgefordert von den Engeln, dass der positiv bleibt auf Bezug, in Bezug auf dich. Und hier spielen die Kinder eine Rolle. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Also bei vielen Seelenpaaren ist da noch eine Familie vorhanden, entweder bei den einen oder den anderen, dass da auch die Kinder eine Rolle hier mitspielen. Solltest du und dein Seelenpartner kein Kind haben, schau mal, welche Aspekte in seinem Umfeld noch eine Rolle spielen. Es kann auch die Familie sein, jetzt deute ich auch um, es kann auch der Beruf sein, die eine Rolle spielt. Für die Leute, die zum Beispiel keine Kinder haben, aber etwas ist da in seinem Umfeld, was gerade eine große Rolle spielt in Bezug auf eures Weiterkommens. Und hier kamen drei Karten, und das ist unglaublich, hier kam der Seelenpartner, eure Herzen schlagen im Gleichklang, also der weiß das auch, der hat das auch erkannt, und hier kommt die Göttin Fortuna, glückliche Umstände ergeben sich, das ist doch auch sehr positiv, also wird eine Gelegenheit haben, dass er mit dir in Kontakt kommt, ja. Und da kommt die Wahrheit, Wissen und Klarheit bahnen sich den Weg. Und das hatten wir auch diese Tage schon. Es wird eine Aussprache definitiv geben oder hat es sich gerade die letzten Tage schon gezeigt. Aber ich denke, der Neumond wird also noch hier eine große Rolle spielen in diesem Prozess. Und da kommt die wahre Liebe. Dies ist eine Liebe, die es sie nur einmal im Leben gibt. Also unglaublich. Und das wird auch deinem Seelenpartner bewusst, auch wenn diese Gefühle unterdrückt werden, wird es bewusst, ja? So, und dann kommt Engel für Reife und Weisheit. Ich komme mehr und mehr an meine innere Weisheit heran. Und auch die Energie des Portaltages heute wird das auch in deinem Seelenpartner antriggern, wird er immer mehr diese innere Weisheit auch in sich selber spüren und mehr auch darauf vertrauen einfach.
So, und natürlich ist er noch im Rückzug, da kam die Karte Rückzug und die Beschleunigung. Und dazu sage ich jetzt einfach mal etwas, falls du wirklich an diesem Ritual jetzt am Neumond teilnehmen möchtest, kannst du das gerne tun. Du kannst dich bis morgen 18 Uhr dich anmelden. Es wird ein sehr kraftvoller Ritual. Ich habe kurz in meinem Video erwähnt, dass ich mit dem Shambhala 12 Dimensionen arbeite. Die Ausbildung habe ich schon lange, lange vorher gemacht. Also ich glaube 2012 und 2013 war das. Und mit dieser Energie geht es darum, des Liebesquotienten, des Lichtquotienten und Liebe- und Lichtquotienten beides zu erhöhen. Und die Energie ist unglaublich. Das ist eine intelligente Energie ohne Symbole. Es fließt exakt dorthin, wo es benötigt wird. Und da ich das jetzt hier auf den Seelenpartner-Beziehung aktivieren werde, wird das auch einiges in deinem Prozess beschleunigen. So, hier kamen auch zwei Karten. Da kam die Antwort, lautet ja. Und die nächste Karte, Zeit zum Nachdenken, gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Also das geht hier darum, es wird alles neu sortiert, es wird alles transformiert, nochmal, schau mal hier, auch diese violette Farbe und auch den Schmetterling. Hier fließen auch ganz, ganz viele Tränen, ja. Tränen stehen ja auch für die Heilung. Außerdem siehst du hier sehr stark dieses dritte Auge ausgeprägt, also die Intuition und. Also die Antwort ist ja, also da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Schauen wir noch einmal, wie es deinem Seelenpartner, wie es weitergeht. Verwurzelt, wir deuten es um, bitte verfalle nicht in Panik. Also dein Wunschpartner weiß, was er will, was er bereits erreicht hat, sich aufgebaut hat. Sein Leben verläuft nach klaren Regeln und festen Strukturen. Er hat sicheren Boden unter den Füßen und ist eventuell auch schon in der Hafen der Ehe eingefahren. Darauf zu warten, dass er dieses Leben ändern wird, macht einfach keinen Sinn, denn er wird dir darin keinen dauerhaften Platz einräumen. Lass ihn los und höre auf, weiter auf deine Lebensjahre zu verwenden. So, das wird hier in der Karte beschrieben. So, jetzt versuche das anders zu sehen. Natürlich ist der im festen Strukturen. Natürlich hat er sich was aufgebaut, ja, und natürlich verläuft sein Leben im Regeln. Normalerweise auch so ein Gefühlsklärer, das sind die einfachen Denker, die immer alles mit dem Kopf regeln, also sehr, sehr bodenständige, teilweise materiell eingestellte Menschen. Und ja, und vielleicht ist auch noch vergeben bei dir. Und ja, wenn das der Fall ist, mach dir auch keine Sorgen diesbezüglich und mache dir das nicht zum Ziel, dass er sich trennt oder dass er sich scheiden lässt, sondern lass einfach diese Liebe, also bei dir, fließen. Ich würde hier sagen, auch wenn er verwurzelt ist, lass es einfach auf dich zukommen, weil hier ist Zeit zum Nachdenken und du bist seine wahre Liebe und die Seelenpartnerin. Ja? Was ist hier blockiert? Was können wir hier machen? Also die Stirnchakra, vogelfrei, Erkenntnisse, Intuition, Klarheit, Seele, innere Führung. Dein Wunschpartner weiß, dass sobald ihr zusammen seid, sich alle das Maul über euch zerreißen würden und genau das schreckt ihn ab. Gründe können sein, dass einer von euch noch vergeben ist oder eine Trennung, Scheidung,
sich dann wie ein Lauffeuer im Freundes- und Bekanntenkreis verbreiten würde, oder aber weil ihm ein sehr ungleiches Paar seid, voller Gegensätze noch fehlt, ihm die Kraft und Energie hinter diesem Schritt mit aller Konsequenz zu stehen. Jedoch wünscht er sich sehr, aus einer eventuell noch bestehenden Partnerschaft auszubrechen und das äußere Umfeld nimmt noch zu starken Einfluss auf ihn, Denken und Handeln. Also wie du auch hier siehst, ja, es geht hier darum, wirklich, er ist noch irgendwie gebunden, verwurzelt. Es kann auch im Beruflichen sein, dass er irgendwie, ihr seid weit voneinander entfernt und er ist in seinem Leben so fest verankert und wünscht sich aber dennoch, sich da zu befreien oder aus der Beziehung zu befreien. Also deswegen siehst du das auch und dann lass das mal auf dich zukommen. Ich nehme mal hier einen Spray für die Transformation hier vom Saint-Germain. Hier, dass sich das hier transformiert und in die Heilung gehen kann. So, ich hoffe, da bist du mit in Resonanz gegangen. Also auch wenn Karten kommen, wie jetzt heute, die kommen auch in mein Video hier, werden auch gelegt. Also werden nicht nur die schönen aussortiert, auch wenn das für manche vielleicht nicht gefällt. Also es ist, wie es ist, das ist eine Tendenz über die Gefühle, über die Gedanken und über die Empfindungen von deinem Seelenpartner. Und jetzt schauen wir bei dir. So, bei dir heute ist der Wanderer, also ziehe weiter, ich führe dich auf deinen Lebensweg, spüre und erkenne. Und dazu die Bedeutung. Bleibe jetzt nicht stehen. Verharre nicht, sondern geh weiter, ziehe weiter. Du bist nicht alleine, sondern bekommst du Unterstützung. Eine männliche Person wird nun für eine gewisse Zeit an deine Seite wandern. Lass dich auf das Wandern ein. Begegne dem, was sich auf deinen Weg ereignet, mit offenen Herzen. Entscheide immer mit deinem Herzen, welchen Weg es einzuschlagen gilt. Also auch wenn hier jetzt Männer zuschauen, bitte umdenken. Es kommt jemand an deine Seite, also ich vermute, dass das dein Seelenpartner ist und dass ihr also Weges gehen werdet und auch, dass du das mit dem Herzen entscheidest. Ja, wir schauen jetzt weiter. Eine Situation wird sich verbessern, sagen die Engel heute für dich. Und das ist dein Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Und das hatten wir auch bei ihnen. Und definitiv seid ihr Seelengefährten. Also das spürst du schon richtig. Das fühlst du schon richtig. Und also ich freue mich, dass du das auch erkannt hast, dass du auch diesen Prozess angenommen hast und dass du auch so voller Liebe diesen Prozess auch gehst. Und es wird sich auch am Ende lohnen, ja. So, hier habe ich noch zwei Karten bekommen und schau mal hier. Die Schöpferkraft, ich erkenne meine Schöpferkraft und öffne mich wieder der Macht, die in mir wohnt. Und die zweite Karte ist die Selbstverantwortung. Ich bin für alles in meinem Leben selbstverantwortlich und handle auch danach. Es geht hier darum, dass du erkennst, wie es im Momentan jetzt ist, dass du manchmal vielleicht auch eine negative Gedanke hattest, dass du auch gedacht hast, ach, wird das jetzt sein, wird das nicht sein.
und erkenne, dass du mit solchen Gedanken auch deine Realität erschaffst, also mit deiner Schöpferkraft. Was du denkst, erkenne das, wenn du noch nicht in diesem bedingungslosen Vertrauen bist, ja, in dieses Urvertrauen. Erkenne, dass du dadurch etwas im Außen, ja, manifestiert hast, und übernehme dafür die Verantwortung. Und du wirst hier aufgefordert, dass du deine Schöpferkraft in positive Richtung einsetzt, ja? Dass du diese Macht in dir erkennst. Und wenn du das visualisierst, dass du mit deinem Seelenpartner zusammen bist, dann übernimm auch dafür die Verantwortung und mit deinen Gedanken manifestiere das, ja? Und übe Mitgefühl, betrachte die Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Es geht hier darum, dass du auch für deinen Seelenpartner Mitgefühl empfindest, erstmal, ja? Dass du nicht in der Wertung bist, nicht ihn bewertest, nicht mit Vorwürfen konfrontierst, sondern mehr in dieses Mitgefühl gehst, dass er das gar nicht kann, dass er gar nicht zu seinen Gefühlen so stehen kann, dass er auch überfordert ist von diesem Prozess, was du auch vielleicht schon sehr schmerzhaft und intensiv empfindest. Deswegen übe auch Mitgefühl für deinen Seelenpartner und komme heute mehr in die Allliebe. Da begleitet dich Engel für Allliebe. Ich entwickle mich von der bedingungslosen zum allumfassenden Liebe weiter. Was bedeutet das? Das ist diese göttliche Liebe, dass du alles um dich herum mit dieser reinsten Liebe betrachtest, die Tiere, die Pflanzen, die Menschen, die Situationen, alles mit dieser göttlichen Liebe betrachtest. Und das ist der Weg, das ist der Seelenpartner, Dualseelenpartnerweg, dass du in diese Bedingungslosigkeit, in diese Liebe kommst, ja? Und es zeigt sich bei dir nochmal der Ursprung. Die Basis für deine Beziehungen wurde bereits in deine Familie gelegt. Dass du auch nochmal zurückdenkst und Parallele findest in deinem Elternhaus, bei deinen Großeltern, bei deinen Ahnen einfach. Schau einfach, wie war die Familie, waren die Eltern getrennt, hat die Mutter den Vater verlassen oder hat der Vater die Mutter verlassen? Was war da, dass du da noch einmal einen Blick drauf werfst und dass du das mal für dich anschaust, ja? So, und hier kommen die Karten, so aus dem Seelenpartner-Orakel, dass ihr Zwillingsflammen seid, was ich auch hier schon die ganze Zeit vermute. Das ist so eine sehr, sehr starke Bindung. Und da kam das Ritual und Magie. Natürlich, Magie mache ich nicht, aber eine rituelle Arbeit, und das in diesen lichtvolle Art und Weise mit dieser reinsten Energie. Und es wird immer darum gebeten von der höchsten Quelle und für den höchsten Wohl alle Beteiligten. Ja, also falls du wirklich diese Neumond-Ritual buchen möchtest, über die Webseite. Also da ist die göttliche Führung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Also, dass du hier auch ins Vertrauen gehst, dass sich alles zum Guten wenden wird, ja? Und dass du auch in diese göttliche Führung vertraust. Und hier kommt für dich die Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Du weißt das ganz genau, dass hier eine tiefe Liebe ist. Und wie es hier weitergeht, also ich übersetze das auf dich, das ist die Ungewissheit,
Dein Wunschpartner hat ein Ziel von Augen, das aber noch relativ verschwommen am Horizont erscheint. Das Ziel ist inneren Frieden, Harmonie, Balance, Zufriedenheit und Familienleben. Das wünscht er sich, sollte er schon eine Familie haben, steht es nur vor der Wahl, die jetzige Beziehung oder Ehe wieder zu kitten oder aber einen neuen Lebensabschnitt mit dir zu wagen. Es ist sich noch nicht klar darüber. Es erfordert Mut und die Frage ist, ob er den haben wird. Also umgedeutet auf dich, du wünschst dir ja auch den inneren Frieden, Harmonie, Balance und Zufriedenheit und auch mit deinem Seelenpartner natürlich eine Familie. Und vielleicht hast du aber noch irgendwie eine Familie oder bist du noch in Beziehung und du hast jetzt die Wahl. Was mache ich jetzt? Wo geht es hier weiter? Und es geht hier wirklich darum, um wirklich diese Klarheit für sich zu spüren, sich zu entscheiden. Und das erfordert Mut. Und auch bei dir ist es hier wichtig, dass du dich auch weiterentwickelst und diesen Mut auch hast. So, was ist bei dir blockiert? Die Kronenchakra-Kompass ohne Ziel. Dein Wunschpartner hat derzeit einfach keine Kraft, um nochmal von vorne anzufangen. Das Thema Partnerschaft laugt ihn förmlich aus und im Moment ist er weder offen noch bereit für eine neue Beziehung. Vermutlich ist er auch beruflich sehr angespannt und oder hat eine Frau, Kinder und Eigentum. Es ist mit der Situation zwar nicht glücklich, weiß aber einfach nicht, wie er sich ändern soll. Er kann nicht aus seiner Haut und ignoriert seine innere Stimme, die schon lange sehr laut ihm schreit, dass es so nicht weitergehen kann. Erst wenn ihm klar wird, was oder wer wirklich wichtig in seinem Leben, kommt er auf dich zu und das wird dauern. Umgedeutet auf dich, vielleicht hast du auch noch eine Beziehung und du fühlst dich vielleicht auch nicht so wohl in deiner Beziehung oder mit deinem Partner an deiner Seite. Es muss nicht für alle stimmen, es kann für einige hier unter euch stimmen und du hast auch vielleicht Kinder, beruflich bist du eingespannt und ja, dir geht zwar nicht so gut dabei, aber du hast jetzt nicht die Kraft, ganz alleine dich zu trennen und ganz alleine loszulegen. Vielleicht fehlt dir auch hier die nötige Sicherheit von deinem Seelenpartner, dass du das so durchziehst und darum bleibst du jetzt erstmal so, wie es ist. Und es ist wichtig, dass du auch da in deine Kraft kommst und dass du auch dich entscheidest, dass du, hier war nochmal die Karte Fokus, ja, dass du Schöpferkraft war, das Schöpferkraft, ja, dass du das manifestierst, dass du dir das wünschst, ja, und dafür die Verantwortung übernimmst. Also das heißt, dass du auch im Klaren bist, was du möchtest, wie du zu dieser Beziehung stehst. Also eigentlich für euch beide, dass ihr dieses Bewusstwerdungsprozess in euch aktiviert und auch eure innere Weisheit, also beide. Und das kann man wirklich nur noch energetisch oder rituell unterstützen und einfach diesen Entwicklung zulassen. So, das war mein Video für den 12. Juli 2018. Wie geht's deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er und was denkst und fühlst du? Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr seid mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar oder über das Teilen meines Videos. Das könnt ihr auch auf Facebook teilen, wenn ihr auf der rechten Seite unten diesen Häkchen anklickt, dann wird das automatisch auf eurem Smartphone geöffnet. Wo wollt ihr das teilen? Wollt ihr das im WhatsApp versenden?
Wollt ihr das im Messenger versenden oder könnt ihr das auch auf Facebook teilen? Und dafür danke ich euch, denn dadurch erreicht es auch umso mehr Menschen natürlich. Und für deine Abo und für deine Treue, dass du so treu meinen Kanal folgst, danke ich dir auch. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.